Hallo und herzlich willkommen bei der Erlebbar. Mein Name ist Sebastian und diesmal haben wir uns selbst belästigt beim Ernten an Tines Sauerkirschbaum. Jetzt ist Kirschenernten natürlich nicht so wahnsinnig kompliziert, aber wie immer, wenn man Sachen macht, gibt es zur Spaßförderung auch hier ein paar Kleinigkeiten und Details, auf die man durchaus achten darf. Das ist das Zeug, was wir dafür brauchen, um den Baum zu Leibe zu rücken. Legen die Leiter natürlich an, ist klar. Den Spanngurt benutzen wir, um die Leiter am Baum festzumachen, ganz einfach, damit wir mit dem Ding nicht umkippen. Das ist vielleicht nicht besonders professionell, aber es hält. Genauso improvisiert haben wir mit dem Geschirrtuch, das ist sozusagen unser Baumschutz für Arme. Und hier kannst du sehen, was passiert, wenn man etwas unachtsam ist mit der Leiter am Baum. Die hat er im letzten Jahr gerieben und das wollten wir in diesem Jahr dann doch mal vermeiden. Die Leiter und den anderen Kladderadatsch brauchen wir natürlich nur, wenn wir in so einem großen Baum wie dem hier von Tine ernten. Damit wir im Baum die Hände so frei haben wie der Philipp hier, benutzen wir dieses wunderschöne Werkzeug aus dem Fleischerei-Fachbedarf. Den Haken hängen wir uns an geeigneter Stelle in den Baum oder an die Leiter. Eimer drunter und dann kann's losgehen. Dann heißt es pflücken, pflücken, pflücken. Pflücken, pflück, pflück, pflück. Und rein in den Eimer. Wir pflücken immer so um die 6 Kirschen. Die liegen ganz gut in der Hand. Gib halt ein bisschen Acht, dass die Dinger in deinen Händen nicht zermatschen. Wenn wir in so einem hohen Baum ernten, dann pflücken wir eigentlich alles runter, was uns vor die Flinte kommt. Ja, das macht alles ein bisschen Aufwand, die Leiter da dran zu stellen. Das heißt, wir kommen in diesem Jahr wahrscheinlich nie wieder hier hin. Ja, also pflücken wir jetzt, wo wir rankommen. Wir pflücken die Kirschen ohne Stängel, weil wir sie direkt anschließend weiterverarbeiten wollen. Wenn man die Kirschen lagern will, sollte man sie natürlich mit Stängel ernten. Die Sauerkirschen von Tine hier, die sind schon hochreif und zum Teil schon ganz schön matschig. Das heißt, da kommt das Lagern eh nicht mehr in Frage. Wir sammeln auch die gammligen und die fauligen und schlechten Kirschen bei der Gelegenheit runter. Der Baum jedenfalls freut sich über jede Frucht, die er hinterher nicht mehr versorgen muss. Schau mal, da ist auch eine gammelige Kirsche dazwischen gelandet. Hoffentlich haben wir die aussortiert. Als nächstes waschen wir die Sauerkirsche natürlich. Dazu kommen sie zuerst in ein Sieb. Hinein. Und anschließend spülen wir die einfach ab. Wir machen das auch nicht zu gründlich. Die Kirschen hingen oben in dem großen Baum, fernab von jeglicher Straße. Ja, das heißt, die Dinger sind eigentlich nicht wirklich dreckig. Die fauligen Kirschen sortieren wir aus. Würden wir diese hochreifen, matschigen Kirschen jetzt ganz gründlich mit viel Wasser waschen, würde dabei auch ganz viel Saft verloren gehen. Es wäre schade um diesen Saft. Deshalb spülen wir die Kirschen nur ab. Mehr ist aus unserer Sicht nicht notwendig. Kommen wir zum Entkernen. Dafür benutzen wir diese abgefahrene Maschine. Und dann kommen die Kirschen dort rein und zack, 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 entkernen wir die Dinge. Auch beim Entkernen sortieren wir gammelige Früchte weiterhin aus. So funktioniert's. Kirsche unten rein, dann kommt der eigentliche Entsteiner. Durchdrücken und der Kirschkern bleibt an diesem Gummiding hängen. Im besten Fall zieht der Entsteiner die Kirsche auch noch mit hoch. Ja, und dann rutscht die hinterher direkt in unser Behälter. Ganz fantastisch. Wenn das nicht funktioniert, helfen wir einfach mit den Fingern ein bisschen nach.
Der Norddeutsche Rundfunk hat angeblich mal sogenannte Landfrauen verschiedene Kirschentkerner testen lassen. Die Mädels sollen dabei knapp 700 Gramm Kirschen in 3 Minuten entkernt haben. Viel Spaß beim Überbieten. Der beruhigende Effekt geht dabei natürlich völlig verloren. Und deshalb haben wir als Konterprogramm auch noch ganz alt hergebracht, die Kirschen entkernt. Traditionell mit Haarnadel. Oder gebogener Büroklammer. Oder Sicherheitsnadel. Das ist vielleicht entspannend. Das ist vielleicht beruhigend, kann ich dir sagen. Geht mir überhaupt nicht auf den Keks, dass die Kerne da nicht rauskommen. Und das alles vollgeschlabbert ist. Ich bin ja so entspannt. Und bevor ich jetzt einschlafe, möchte ich mich bei dir noch für deine Aufmerksamkeit bedanken. Über deine besseren Ideen, Erfahrungsberichte und Korrekturen freuen wir uns sehr. Weitere Anleitungen zum Nachselber und Bessermachen findest du auf unserer Internetseite unter www.erleb-bar.de. Natürlich alles auf Machbarkeit und Spaßfaktor getestet.